Darf ich ihn einfach noch aufs Maul geben? Dankeschön. Moin und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge LSBFR. Hier haben wir schon einen Einsatz, Code 99, also Shots fired. Ist das aus Auto? Ja, die schießen auf jeden Fall. Die schießen auf jeden Fall. Da ist der andere State Trooper. Wir sind heute als State Trooper unterwegs. In Los Santos, perfekt. Aber clean ist dann so ein bisschen, muss ich sagen. Wenn es euch gefällt, Like, Abo, die Glocke nicht vergessen. Schreibt einen Kommentar. Kommt auf meinen Discord, der Link ist in der Beschreibung. Schickt das Video an Freunde. Und es viel Spaß beim Zusehen. Komm raus, komm. Komm raus. Und tot bin ich, perfekt. Wir sehen uns dann beim nächsten Einsatz, bis gleich. So, da kam ein weiterer Code 99, Shots fired. Da werde ich mal anfahren, Code 3. Gott, nicht ran bitte. Okay, der... der hat einen Reifen getroffen, lol. Ich will den nicht töten, so, weil ich bin ja eigentlich nicht... Hallo, kann ich jetzt mal ziehen mit meiner Waffe? Ich will den nicht töten, so. Warum will ich den töten? Auf die Autofahrer zu schießen, die haben mir nichts getan. Ausgeschalten. Brauche eine Ambulanz. Folgt mir auch nochmal, wie heißt das? Grammar Police runterladen. Nur ich komme damit noch nicht richtig klar, deswegen. Ey, mein Auto ist ja komplett kaputt. Nehmen wir auch seine Waffe. Was hat er denn? Karabiner oder Sturmgewehr? Ja, kann man auf jeden Fall mit gut schießen. Ja, Kollege, du kannst abrücken, ne? You betcha. Come on, let's go. Regelt ihr das, dann fahre ich mir nämlich mal ein neues Auto holen. Bis dann, Kollegen. Tschüss. Was macht er denn hier? Er war es doch gar nicht. Dann verfolgen wir ihn mal. Anhalten, Polizei. State Trooper, eher gesagt. Anhalten sofort. Aua. Anhalten sofort. Hallo, anhalten jetzt. Jetzt reicht's mir langsam. Schieß einfach mal ein bisschen drauf. Kriegt er bestimmt an. Oder irgendwie auch nicht. Oh. So runter auf den Boden, sonst knallt's. Stand back. Ich wurde festgenommen, umdrehen. Warum auch immer sie jetzt weggefahren sind, ich hab's nicht verstanden. So, dann einmal hier runter auf den Boden. Werde ich den LKW mal durchsuchen. Ja, nichts Interessantes. Dann werde ich mal einen Tow Truck hierfür holen. Kollegen kommen, werden sie abholen und ich fahre mir jetzt mal ein neues Auto holen. Bis gleich dann. So, da ist ein weiterer Dispatch reingekommen, wie es ausschaut, nochmal Shots feiert. Irgendwie heute nur Shots feiert. Da werde ich jetzt Code 3 anfahren. Sind nur 900 Meter, sind wohl im Mirror Park, also in der Stadt.
Ey, aus dem Weg. Jetzt knallt's. Ja. Ich lasse euch die Fahrt mal drin, das sind ja nur 300 Meter, ne? Also. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, liken. Vor allen Dingen schreibt Kommentare, dass ihr mehr davon haben wollt. So. Was ist jetzt los hier? Polizei, Polizei, hören Sie sofort auf, hören Sie sofort aus. Das sind wir jetzt nicht gerade erst. Runter auf den Boden, runter auf den Boden. Runter auf den Boden sofort. Oh, ey, jetzt ist er auch tot oder was? Man schießt dir einmal in die Füße. Wo ist der Typ hin? Läuft er gerade weg oder was? Ernst? Hä? Kollegen, wo ist denn jetzt der Typ hin? Ja, der andere State Trooper und Co. fährt jetzt. Hol ich einmal eine Ambulance und fahr ich ganz schnell. Fahr ich nicht. Hä? Gestohlenes Polizeiauto, wie es erscheint. Herco 3, los. Wow, was hat denn der Medic jetzt gemacht? Haben wir dann durchgedreht, der Kopf oder ein geklautes Auto? Oh Gott, ich. Hey, was ist der klaut ein State Trooper Auto? Es ist nicht so die schlauste Idee, ein State Trooper Auto zu klauen. Die sind ja eher mal. Oh Gott. Bewaffnet. Jetzt bleiben sie stehen. Immer ein paar Units und so. Noch eine Airport Support Unit, bevor der Typ irgendwie noch vom Airboden verschluckt wurde. Vom Bett. Ich dachte jetzt, er überfährt die Leute. Oder? Er fährt jetzt ernsthaft einen Kreis? Stehen bleiben, Polizei. Bleiben Polizei. Brechen lohnt sich nicht. State Trooper Simex, mein Name. Bleiben Sie stehen. Oh. Weggerannt bis zur Hölle. Vordere Hände hoch, runter auf den Boden. Machst du, Kollege? Wollte ich gar nicht. Macht ihr, ne? Ich glaube, das wäre mal eine Ambulanz ganz gut. Na, dann dürft ihr alle gehen, Kollegen, ne? Aber das wollte ich gar nicht. Wir dürfen jetzt alle gehen. Ja, wie die Taste war nochmal, dass die Leute wieder gehen. Das ist ja, gut, dann hole ich hierfür mal einen Abschlepper. Abschlepper. Ja. Klar, auch für ein Kopfauto holt man einen Abschlepper. Und dann fahre ich mein Auto heute zum dritten Mal wieder in die Garage und lasse es operieren. Dann sehen wir uns gleich. So, wir haben jetzt nochmal eine Gangschießerei. Also heute wirklich ja nur Schießereien, Schießereien, Schießereien. Wir sehen uns gleich, wenn ich da angekommen bin. So, da vorne sind wir schon da. Oh Gott, es erscheint schon. Was ist die Tür auf? Das ist Schutz. Schieß, 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 schieß. Da geht die Tür jetzt wieder zu.
da hinten in der Baumhöhle. Ah, da rechts ist auch noch einer. Aber den kann ich jetzt nicht anziehen, weil sonst sind viel zu viele Kollegen. Die gehören auch dann. Ich glaube zwar nicht, aber egal. Hier ist glaube ich noch einer, oder? Ja, hier war ein Toter. Jetzt hätte ich schon gehofft. Irgendwie alles sowas. Ich muss sofort die NO. Sie haben noch eine Chance. Jetzt nicht mehr. Ja, gut. Brauche ich zwei Ambulanzen hier? Ambulanzen? Was ist die Mehrzahl von Ambulanzen? Eine Ambulanz, mehrere. Ja, Medics halt, ne? Ich nehme mir mal alle die Waffe. Oh mein Gott, wie viele Kollegen sind hier down? Panic Button, Panic Button. Deswegen will ich mir Grammar Police holen. Dann kann ich viel einfacher Einheiten dazu holen. Einfach durch Funkschutz feiert und schon kommt gefühlte. Ich hätte schon fast Server gesagt. So. Die FBler fahren wohl wieder. Wenn du jetzt mein. Warum fährst du mich fast an, Alter? Ne? Was bist du, Alter? Schatz. Hä? Wer schießt hier auf mich? Nimm sofort die Hände hoch. Und auf dem Boden und es knallt. Festgenommen wegen Schießen auf eines Beamten. Das gibt Knast, das wissen sie, ne? Sie haben heute das wunderschöne Glück. Ich werde sie selber da in den Knast bringen. Jetzt habe ich wegen ihn nochmal. Kann ich überhaupt rüberspringen? Wow, hä? Hier rüber kann ich aber über den Zaun nicht oder was? Wow. Jetzt mal reinpacken. Haben wir schon den nächsten Einsatz? Dann bringe ich sie erstmal zum Gefängnis. Das Gefängnis ist ja schon da vorne. Das war ich nicht. Blaulicht an. So, hier kann man einmal lang fahren. Dann da habe ich ein bisschen abgekürzt. Nicht viel, aber ein bisschen. Gut, das Problem ist, nämlich die kenne ich mich nicht aus. Dann bringe ich nochmal ins Haupt-PD. So. Ja, da vorne ist das nächste Jail. Da fahre ich ihn da schnell rein. Ja, sorry, ich weiß, ich kann nicht gut fahren. Ich bin halt Polizist, ne? So, dann hier hin. Ich hoffe, ich kann hier hinten reingehen. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Sieht so aus, als würde es nicht gehen. Dann kommen wir mal raus. Guck mal, kann man hier rein? Ja, kann man gut. Der her, dann nehme ich sie mal wieder. Nehmen wir sie mal her. Dann nehme ich sie mal und schicke sie netterweise hier in den Knast. Hier, und dann kriegen sie gleich die erste Zelle.
Wir bleiben hier mal stehen. Ich nehme dafür auch die Handschellen ab. Darf ich ihn einmal noch aufs Maul geben? Dankeschön. Der tut nur so, der schläft nur. Der wacht gleich wieder auf, alles gut. Und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Einsatz. Mit einem neuen Auto, was dann auch wieder heil ist und nicht so kaputt wie der hier. Gott, der arme Wagen. Und ja, bis gleich. Ja, ich gehe ja schon. So, also ich wurde gerade abgemahnt, weil ich den unten ja einen geklatscht habe. War vielleicht nicht so die schlauste Idee. Aber jetzt soll ich erstmal zum nächsten Einsatz, hat er gesagt. Das Schriftliche klären wir später. Die Abmahnung zu schreiben, habe ich bis jetzt nur mündlich bekommen zum Glück. Vielleicht überlegt er sich ja nochmal anders. Da soll irgendwie eine Bombe sein oder so. Da wurde im Funk nicht direkt gesagt, was es ist, weil hier redet so undeutlich. Wenn man nachfragt, dann ist es ja so unfreundlich. Deswegen, ja, schauen wir mal schnell. Ich gebe mal ein bisschen Stulle. Ist wahrscheinlich hier unten. Schau ich mal schnell nach. Wo ist denn das jetzt? Oder ist das ein Bombe? Ah, ist wahrscheinlich im Auto die Bombe. Was, da steht das eine Auto. Sieht auf jeden Fall so aus. Warum sollte das da sonst so stehen? Da rechts am Truss and Run. Was ist das hier? Nee, doch nicht. Ey, wo ist denn die Bombe? Einfach mal aus, welches Auto fährt los? Alle, außer das da. Hä, verstehe ich jetzt nicht. Ja, State Trooper, kannst du mal mithelfen. So, also. RP. Auf jeden Fall. Realistisch. So, wo soll hier denn was sein? Quatsch. Nein. Da ist irgendwo jemand. Komm, 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 fall ich wieder frei, fall ich wieder frei. So. Hä? Wow, jetzt ist der Zirkel auf einmal nicht mehr da. Wow. Voice Crack. Er ist jetzt auf dem Highway oder was? Oh oh oh. Ich such den mal und schneide euch das in der Zeit raus, wo ich suche. Bis gleich. Ups. So wie es scheint, ist das wohl ein falscher Alarm gewesen. Fahre ich mal auf die Straße, durch, dass der Code 4 ist. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert, aktiviert die Glocke, schickt das Video an eure Freunde. Schreibt einen kleinen Kommentar, würde mich echt glücklich machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.